Ich fand's eine unglaublich tolle Zeit. Es war eigentlich eine relativ entspannte Stimmung. Also mich hat's ehrlich gesagt sehr überrascht, dass es mehr wirklich so ein Kennenlernen war. Ich weiß noch, dass ich sehr, sehr aufgeregt war. Ich habe dann immer versucht, mich diese Aufregung umzusetzen in Konzentration und hatte auch das Gefühl, dass ich richtig krass dabei war. Zuallererst meldest du dich an und gibst deine Mappe ab. Nach einer kurzen Begrüßung gibt's auch gleich die erste Aufgabe. Außer du hast dich für Kommunikationsdesign beworben. Dann musst du bis zum Abend warten. Den genauen Ablauf erfährst du hier vor Ort. Zur Zwischenauswertung werden die Mappen zurückgegeben und du erfährst, ob du am nächsten Tag wiederkommen darfst. Wenn du nicht weißt, wo du schlafen sollst, informier dich vorher beim Studiendezernat. Du bekommst Aufgaben aus unterschiedlichen Bereichen. Es gab schon Aufgaben, wo ich erstmal dachte, oh. Allen fällt irgendwas ein, nur mir nicht. Ich dachte echt, okay, nach der Aufgabe bin ich raus. Ja, das war auf jeden Fall der Tiefpunkt. Dann wurde es immer entspannter und ganz zum Schluss haben alle miteinander erzählt und sich ausgeholfen und auch Witze gemacht. Ja, da entstanden schon die ersten Freundschaften irgendwie dann in der Ereignisprüfung. Wann dein Bewerbungsgespräch stattfindet, erfährst du vor Ort. Jetzt geht's um dich und deine Arbeiten. Was sind deine Interessen? Welche Kenntnisse bringst du mit? Warum Design? Nach dem Gespräch hatte ich irgendwie das Gefühl, dass es doch irgendwie die richtige Entscheidung war. Es war ein ganz entspanntes Gespräch, was hat dir an deiner Mappe am besten gefallen zum Beispiel? Oder warum ausgerechnet die Burg? Ja, die wollten einfach wissen auch, wer ich bin, wo ich so herkomme, was ich gemacht habe. Ja, die Fragen konnte man einfach beantworten, weil sie über einen selber waren. Also keine Wissensfragen. Nach spätestens 5 Wochen weißt du, ob es geklappt hat. Es war eigentlich eine relativ entspannte Stimmung. Also mich hat es ehrlich gesagt sehr überrascht, dass es mehr wirklich so ein Kennenlernen. Versuch's einfach, hab Spaß und dann wird es.